Partikel. Ein Lied über unseren Staubsauger, der alles alleine macht. Staubsaugerroboter. I'm so tired now.
Im nächsten Song geht es darum, nicht erwischt zu werden. Wobei? Bei verbotenen Dingen. Thank you.
Das nächste Lied widmen wir unserer Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Spaceship. Oh,
Ganz schön windig hier auf Rügen. Die Brise, das ist normal, das kennen wir in Leipzig gar nicht. So. Der nächste Song ist ganz neu. Der ist gerade frisch aus der Mache. Aus der Beatschmiede. Es geht ums besoffen nach Hause kommen. Und der Song heißt Golden. Das war hart ausgedrückt. Am Ende ist ja so, mein damaliger, nicht direkt Nachbar, sondern der über mir gewohnt hat, bin ich nachts aufgewacht, wie er im Schlüssel so versucht hat, an meine Tür reinzukommen. Und ich mache die Tür auf und er hat sich gewundert. Und das Gleiche ist mir, als ich ein paar Wochen später auch passiert, dass ich auch einen hätte höher gehen müssen und wollte die Tür aufschließen. Und auf einmal kam sie mir entgegen, was machst du hier? Vertan. Was passiert? Thank you.
spielen wir jetzt den einzigen Coversong, den wir haben. Genau. Es ist eine Band, die uns sehr berührt hat und die Band heißt Magical Clouds und der Song heißt Downtown. Ja, also wenn ihr euch das merkt oder wenn ihr es versteht jetzt, müsst ihr mal googeln, das ist eine Hammerband. Ja. Thank you.
schon unser letztes Lied. Keyboard stimmt. Hast gestimmt? Die Hütte? Ja, hab gestimmt. Ja, die analogen Dinger, die muss man auch immer nachjustieren und so. Ja, genau. Ja, unser letztes Lied, da möchten wir uns bei den Leuten hier bedanken, die das alles möglich gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Wir kennen nicht alle Namen, ich kenne nur einen, das ist Björn. Hallo Björn, kannst du mal winken? Aber wir sind hier ungefähr 200 Leute. Nee, kleine Crew, ganz kleine Crew. Genau, und alle haben auch den Sicherheitsabstand versprochen. Ja. Genau. Genau, ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Dankeschön. Ha!
haben wir nicht. Wir haben alles gespielt. Nee, nee. Wir sollen alles spielen, was wir können. Ich hoffe, ihr habt 3 Tage Zeit. Oh, gar nicht. Nee, das war's tatsächlich. Sollen wir irgendwas...